Liebe Freundinnen und Freunde der Petruskirche, Martin Schäfer hinter der Kamera und ich, Vikar Niklas Breukmann, grüßen Sie und euch ganz herzlich vom Osenhügel. Wir stehen heute hier ganz bewusst vor der Anzeigetafel der Photovoltaikanlage, die sich auf dem Dach unseres Gemeindehauses befindet. Wir tun dies, weil heute am 4. September der ökumenische Tag der Schöpfung ist. Ich persönlich muss sagen, dass ich es sehr gut finde, dass es mittlerweile einen halbwegs festen Zeitkorridor im Kirchenjahr gibt, an dem der Schöpfung Gottes gedacht werden soll. Und wenn ich so hinter mich blicke, dann muss ich auch sagen, dass ich es sehr gut finde, dass sich unsere Gemeinde dem Thema der Bewahrung der Schöpfung schon derart praktisch angenommen hat. Wenn wir an die Umwelt als Gottes Schöpfung denken, dann kommen uns vor allem weniger gute Bilder in den Sinn. Wir denken an die Bilder jener Flut, die in den letzten Wochen vor allem auch in der unmittelbaren Nachbarschaft großes Unheil verursacht hat. Wir denken an die Waldbrände im Mittelmeerraum, an das Insektensterben, das sich auch in dem heimischen Garten zeigt, an die Überfischung der Weltmeere und das Abschmelzen der Polkappen. Das, was sich uns gegenwärtig als Klimawandel zeigt, stellt sich in vielerlei Hinsicht als eine Klimakrise dar. Und die Situation hat es in sich. Das hat auch der 6. Weltklimabericht, der vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde, noch einmal eindrücklich gezeigt. Und genau deshalb ist es gut, dass es heute bereits Menschen gibt, die sich für Umwelt, Tier, Natur und Klimaschutz aktiv einsetzen. So auch wir als Gemeinde mit immer wieder neuen kleinen Projekten. In den Sommerferien sind hier auf dem Osenhügel beispielsweise Insektenhotels entstanden. Ich muss sagen, dass ich das ganz großartig finde und all denjenigen danke, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Solche kleinen Schritte werden die genannten großen Probleme selbstverständlich nicht lösen können. Das ist klar. Solche kleinen Schritte können aber ein Anfang sein für einen Weg, der in eine richtige Richtung weist. Denn wenn wir mal auf die Nachrichten zum Klima gucken, dann können wir auch dann und wann positive, kleinere Nachrichten entdecken, weil sich bereits heute Menschen für den Klimaschutz engagieren. Vor einiger Zeit las ich beispielsweise, dass sich der Blaumeisenbestand in Deutschland erholt hat. In meiner Heimat in Kamen soll an dem großen Autobahnkreuz zwischen A1 und A2 die europaweit größte Schnellladestation für Elektroautos entstehen. Vielleicht ist es gut, sich auch einmal diese positiven Nachrichten vor Augen zu führen. Es ist gut zu sehen, dass auch kleine Schritte positive Auswirkungen auf das Große und Ganze nehmen können. Und um sich daran zu erinnern, ist es gut, dass es mittlerweile den ökumenischen Tag der Schöpfung gibt. Ja, das ist gut. In der Bibel heißt es, dass Gott am 7. Tage von all den Werken seiner Schöpfung, die er gemacht hat, geruht hat. Und siehe, es war sehr gut. Ich wünsche Ihnen und euch einen gesegneten Tag der Schöpfung und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen auf dem Rosenhügel.